Willkommen zu diesem Video. Heute wieder mal das Brettspiel. Es ist einiges passiert, bis ich das Ladekabel ausgesteckt habe. Nein, jetzt muss ich kurz das Ladekabel wieder einstecken. Das dauert jetzt auch wieder ein bisschen. Aber naja, es fällt mir einfach mal das Ladekabel aus der Hand, aber ist mir auch egal. Oh nee. Nein! So, ich bin jetzt woanders und wir haben hier viele neue Sachen und ein Minispiel ist fertig. Wow, es ist ein anders, es ist komplett anders geworden, als ich am Anfang es mir überlegt habe. Jetzt ist es ein Labyrinth. Also jetzt geht es um ein Labyrinth, wo man das Item, wo in der Kiste Items versteckt sind. Manche Truhen sind fake, wie zum Beispiel die hier, und manche Truhen sind echt, wie zum Beispiel die hier. Und ja, man muss halt die richtige Truhe finden. Und ja, wenn man eins findet und dann rauskommt, und hier bringt, dann bekommt man 5 Punkte. Dann. Was war das? Das muss auf jeden Fall sensiert werden. Dann geht es hier, man kriegt 5 Punkte. Hier geht es Item dann ins Minecart. Dann kommt hier noch der Strom. Hier kommt es in einen Zähler, der zählt auf 2. Wenn 2 Items drinnen sind, dann. Also wenn 2 Items im Minecart drinnen sind, dann geht hier das Redstone-Signal an. Hier das. Das Zählsystem wird zurückgezählt, gesetzt, und gleich, wenn ich das starte, dann wird gleich 1 wieder zurück sein, aber das hier ist trotzdem noch auf der Strecke. Also, da kommt gleich 1. Jetzt warten wir ein bisschen. Guck mal, es ist wieder zurück, aber es ist immer noch auf der Strecke. Wie kann das sein? Überlegt mal. Rätselt mal. Ich zeig's euch mal. Also, wenn man hier drüber geht, dann. Also, wenn es hier drüber geht, dann geht hier ein Pisten auf. Und ein Minecart hier geht raus und wieder zurück. Das heißt, das ist nicht das gleiche Minecart, was da dann wieder zurückgeht. Das ist ein anderes, würde ich mal sagen. Anderes Minecart. Das zeige ich euch mal schnell. Seht ihr, da kommt jetzt das neue ein neues Minecart. Das fährt jetzt zurück, das andere aber fährt gleich erst rein. Und macht schon wieder diesen Fehler. Was ist das? Naja, ich guck später mal. Ich werde das fixen und dann haben wir das auch weg. Gut, und ja, was könnte ich da noch zeigen? Genau, das Spielbrett. Da gibt's Neuerungen. Hier muss jetzt etwas sensiert werden. Ich kann nicht halt nichts dafür. Okay, da wird auf jeden Fall was sensiert.
Gutes Wildcard wurde nicht gestartet. Gut, dann gehen wir zum Brett. Wir sehen gerade Münzen 63. Ich habe schon das Video eigentlich aufgenommen und dann war der Speicher voll. Wow, echt toll. Nein, ich glaube, falsche Seite. Was heißt, ich glaube, ich bin mir da ganz sicher. Da ist. Hier setzen wir jetzt erstmal meine Münzenanzeige wieder auf Null. So. Es ist auf Null. Hier bei den beiden Feldern kriegt man, wenn man drauf landet, 3 Münzen. War jetzt nicht meine Idee. Dieses Feld war Schweini, geh weg. Schweini, geh weg. Nein, dieses Feld war jetzt nicht Schweini, geh weg. Aber ja, ich wollte jetzt sagen, das Feld war auch meine Idee. Du darfst auch verschwinden. Darum gucke ich bestimmt auch noch, damit dass die Haar keine Tiere spawnen und so. Ja, das habe ich mir selber ausgedacht. Wenn man hier Glück hat, dann kriegt man 10 Münzen. Wenn man Pech hat, verliert man 10. Seht ihr, jetzt habe ich Pech gehabt. -4 habe ich. Jetzt habe ich Glück gehabt. Jetzt habe ich wieder 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 Glück gehabt. Jetzt hatte ich Pech. Wartet mal kurz. Das ist doch eine 50%ige Chance. Also ich hab's. Ja, das ist 50% Chance, dass man da gewinnt oder dass man da verliert. Ja, keiner, egal. Dann, das habe ich mir auch nicht selber ausgedacht, wenn man da drauf landet, verliert man 10 Münzen. Übrigens hier, drückt man auch nur einmal, wenn man drauf landet. Und auch nicht, wenn man vorbeigeht. Dann, das habe ich auch nicht ausgedacht. Eine Sache davon habe ich schon ausgedacht. Das ist jetzt so ein Hindernis in ein Feld. Man muss da jetzt versuchen, rüberzukommen bei dem anderen, von dem ich die Idee habe. Gerne ist es so, entweder man schafft es und man kommt weiter oder man fällt runter und kommt wieder auf diesem Feld zurück, wo man die Runde begonnen hat. Bei mir ist es so, entweder man kommt hier drauf, kommt dann weiter und kriegt dann noch 10 Münzen dazu oder man fällt hier runter und kommt weiter, aber kriegt nichts. Also man kriegt da keine 10 Münzen, aber auch nichts abgezogen. Ja. Bis jetzt war es das alles auch. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht eingebaut. Hier sind noch Barrieren, damit man da auch nicht vorbeikommt, damit man da auch nicht aus dem Brett kommt. Ach, übrigens, die Technik, die decke ich noch zu, dann sieht man das auch hier nicht mehr. Das ist mit Zufallsgenerator gemacht. Jetzt muss auch wieder was werden. Ja, dann war es das eigentlich schon. Ich weiß nicht, was ich euch noch zeigen soll. Ja, ich beende jetzt einfach das Video und mache dann weiter. Und wenn dann wieder was Neues da ist, dann mache ich ein neues Video. Tschüss!